Kreuzworträtsel. Für ganz viele ist das ja das Freizeiterlebnis überhaupt. Gut für den Kopf ist es auch, und Kreuzworträtsel, die sind nirgends so frisch wie in Lübeck, denn hier werden die meisten, was soll man sagen, erschaffen? Naja, erdacht zumindest. Gibt ja auch in Lübeck genügend Anregungen. Lübecker Wahrzeichen mit 10 Buchstaben. Ein großer Platz in der Stadt. Altstadtkirche mit 5 Buchstaben. Und hier in dieser schicken Vorstadtvilla entstehen die meisten Kreuzworträtsel in Deutschland. Wie zum Beispiel auch das Lübeck-Rätsel. Per Gunnar Timm ist Chef der Agentur Kanzlit. Schon sein Großvater und sein Vater waren Rätselmacher. Die erledigten noch fast alles per Hand. Heute layouten Grafiker am Computer ganze Rätselhefte. Kreuzworträtsel sehen so simpel aus, sind aber hochkompliziert und komplex zu machen mit verschiedenen Ebenen. Wenn ich nicht aufpasse, zieht sich der Fehler durch. Wir sehen ihn unter Umständen gar nicht. Aber dann kann es eben sein, dass dann im Druck aus einer der unteren Ebenen mit einem Buchstaben schon im Rätsel drinstehen. Und Fehler kann sich Kanzlit nicht erlauben. Dann muss sofort die Produktion gestoppt werden. Und das ist teuer. Deshalb wird alles nochmal Korrektur gelesen. Das war auch schon früher so. Senior Uwe Hans-Timm hat die Agentur in den 60er Jahren aufgebaut. Er hat die sogenannten Schwedenrätsel in Deutschland eingeführt. Die Fragen stehen hier im Gitter. Mit einem Mal wollten alle diese Rätsel haben. Und wir waren in Deutschland die Einzigen, die liefern konnten. Und das war der Grund, weshalb wir dann innerhalb von, halbes Dutzend Jahren, sagen wir mal, zu führendem Büro auf dem deutschen Markt geworden sind. Ende der 60er Jahre erreichte die Kreuzworträtselbegeisterung ihren Höhepunkt. In Grömitz an der Ostsee wurde gekämpft um den Titel Deutscher Kreuzworträtselkönig. 300 Fragen im Rennen gegen die Stoppuhr. Aber man muss während dem Schreiben eines Begriffes schon auf die nächsten Begriffe sehen. Und die gleichzeitig erfassen. Heute läuft das Agenturgeschäft ausschließlich per E-Mail oder Telefon. Senior Timm fuhr noch persönlich zu den Verlagen. Ich möchte jetzt mal wissen, wie weit seid ihr mit diesem Lübeck-Rätsel? Früher arbeiteten seine Autoren mehrere Tage an den einzelnen Rätselseiten. Heute schafft der Computer ein Rätsel in 3 Minuten. Immer mehr Firmen tauchen auf und drücken den Preis. Wie überall ist der Wettbewerb härter geworden. Der Markt hat sich deutlich verkleinert und ist schwerer geworden. Ja. Dennoch, Kreuzworträtsel sind weiterhin im Trend. Auch bei jungen Leuten. Nach Schätzungen machen 42 Millionen Menschen in Deutschland gelegentlich mit beim Denksport. Und das ist gut so. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts konnten sogar nachweisen, dass das Gehirnjogging für ein längeres Leben förderlich sein kann. »1913 erschien übrigens das erste Kreuzworträtsel in der Weihnachtsbeilage einer New Yorker Zeitung. Und erfunden hatte es ein Journalist. So, nach etwas Ruhe machen wir uns jetzt